Damit erhält Herr Stadler das Wort. Frau Präsidentin, es ist bezeichnend für dieses Parlament, dass jetzt noch zwei Abgeordnete da sitzen von 766. Es sind zigfaches mehr an Dolmetschern und an Gästen da. Das ist typisch für dieses Parlament. Das wollte ich nur zur Geschäftsordnung vorausschicken. Nun zum Bericht selber. Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt. Ich habe auch gegen den Punkt 44 gestimmt. Dieser Bericht schont Saudi-Arabien. Warum eigentlich? Wenn Sie einmal eine so bestialische Hinrichtung wie eine Steinigung gesehen haben, dann kann man doch in diesem Land keinen Partner sehen und derartig schonende Formulierungen treffen. Das ist ja ungeheuerlich. Stellen Sie sich vor, Russland hätte so etwas gemacht, wie Russland angeklagt würde vor der internationalen Öffentlichkeit. Das ist der Partner des Westens, Saudi-Arabien. Und wenn es hier heißt, in Punkt 44, dass das Königreich Saudi-Arabien eines der wichtigsten Mitglieder der Freunde des syrischen Volkes ist, und im letzten Absatz wird Saudi-Arabien dann im letzten Satz des gleichen Absatzes vorgeworfen, dass man dort die sogenannten Rebellen, die Mörderbanden, die Söldner unterstützt, und Saudi-Arabien wird aufgefordert, diese Unterstützung aufzugeben, dann zeigt es ja, wie widersprüchlich dieses Parlament Saudi-Arabien behandelt. Saudi-Arabien und Katar finanziert ausländische Mörderbanden und Söldner in Syrien, die dort die christlichen Minderheiten in erster Linie, aber auch andere bestialisch ermorden, meine Damen und Herren. Meine Damen insbesondere, die Sie noch hier sind. Die Herren sind ja alle schon verflüchtigt. Das ist unerträglich, dass das Parlament derartige Unterschiede bei der Behandlung von Staaten macht. Bravo. Grazie. Vielen Dank. Die Sitzung wird unterbrochen bis um 15 Uhr dann.